Ja, Patrick, so kurz nach dem Spiel erstmal das Wichtigste. Wie geht's dir? Ja, mir geht's körperlich gut, mental scheiße, weil wir wieder ein Spiel, was wir eigentlich klar gewinnen müssen, wieder aus der Hand schenken durch individuelle Fehler. Ja, dann das 2-1, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da für eine Idee hatte. Aber der Linienrichter winkt abseits, ich weiß nicht, ich glaube, der steht 3 Meter im Abseits. Für mich ist, wenn der Schiedsrichter, der Linienrichter die Fahne hebt, ja, ist es abseits, ja, klarer geht's nicht. Ich weiß nicht, was er gesehen hat, anscheinend hat einer von uns den Ball noch gestriffen. Nichtsdestotrotz, es ist keine neue Spielsituation, also ich weiß nicht, wie er so ein Tor geben kann, dann rennst du einem 2-1 hinterher. Wir haben dann nochmal alles nach vorne geworfen, dann machen dann das 2-2 nach dem Elfmeter, haben dann nochmal, glaube ich, 3 oder 4 Riesenchancen zum 3-2, belohnen uns dann natürlich nicht. Aber im Endeffekt, wenn man so eine Führung herschenkt, dann hat man es auch nicht verdient zu gewinnen. Wir waren teilweise zu passiv gegen den Ball. Wir haben es Ilshofen dann teilweise sehr einfach gemacht, nach vorne zu kommen in unser letztes Drittel. Und dann waren wir einfach nicht aggressiv genug in vielen Zweikämpfen. Und so gewinnst du kein Oberligaspiel, das müssen wir uns ankreiden. Unter der Woche im Training knallen wir uns gegenseitig weg, da geben wir Vollgas. Und teilweise hier, da geben wir dann nur Begleitschutz und das geht so nicht. Das ist Oberliga-Fußball, das ist keine Kreisliga, wo ich nur ein bisschen Jobby-Lobby spielen kann. Ja, das muss sich ändern, sonst holen wir keine Punkte in der Liga. Und nur so geht's. Und da kann man noch so gut Fußball spielen können. In der Liga halten alle dagegen und das merken wir Woche für Woche. Und das haben wir jetzt seit 3 Wochen nicht so gut auf den Platz gekriegt und dafür haben wir die Quittung bekommen. Ja, ich glaube, du hast alles schon mehr oder weniger vorne weggenommen. Jetzt geht es am Samstag. Schön im Fußball ist, es geht einfach weiter. Eine Woche später kann man vielleicht wieder ein bisschen was korrigieren. Jetzt geht es nach Villingen. Ja, die spielen auch einen richtigen Männerfußball, den wir dann da auch anbieten müssen. Definitiv. Villingen ist sehr unangenehm, vor allem zu Hause. Villingen spielen die einen richtig guten Ball, sehr körperlich, sehr robust. Das Ding ist, wir können es ja auch, wir haben es auch schon diese Saison oft gezeigt, dass wir es können, dass wir eine robuste Mannschaft sind, in die Zweikämpfe knallen können. Und wir müssen uns jetzt wieder, sag ich mal, diese Dinge besinnen und erstmal in die Zweikämpfe kommen, Zweikämpfe gewinnen und das Fußballspielen kommt dann von ganz alleine. Man kann nicht erst Fußball spielen und dann in die Zweikämpfe kommen, weil das funktioniert so dann noch nicht. Wie läuft es mit der Maske? Passt die? Oder anstrengend? Heiß drunter? Ja, sehr heiß, aber ohne geht halt nicht. Da ist die Gefahr, dass der Bruch, der ist zum Glück glatt gebrochen, da muss man nichts operieren, hat sich nichts verschoben. Wenn da jetzt halt ein Schlag ohne Maske draufkommen würde, könnte es sich verschieben, das ist einfach die Gefahr zu groß. Ich kenne die Maske ja schon mittlerweile sehr gut, was mich auch mittlerweile ankotzt, aber ich kann es nicht ändern. Und ja, nee, mir macht es nichts, ist zwar heiß, aber man gewöhnt sich dran und ja, man hat dann schon die Sicherheit auch in den Zweikämpfen. Alles klar, weiterhin gute Besserung und bis Samstag auf die Blaue. Ja, Mio, 4. Spiel in Folge leider ohne Sieg. Ja, war heute schon bitter. Wir haben 1-0 geführt, sind glaube ich auch nicht ganz so sicher in die Begegnung gegangen und haben es dann auch irgendwo wieder aus der Hand nehmen lassen. Was meinst du dazu? Ja, ich denke, wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht. Trotzdem gehen wir 1-0 in Führung, haben eigentlich alles im Griff. Ja, machen dann halt Fehler, kriegen dann das 1-1, was passieren kann, normal nicht passieren darf, aber das passiert halt mal im Fußball. Und dann kriegen wir halt das 2-1, wo ich einfach nicht verstehe, was der Schiedsrichter da macht. Verstehe ich nicht. Der sagt, das ist eine neue Spielsituation, Pade will den Ball klären, berührt ihn ganz leicht, verändert die Spielrichtung minimal und dann sagt er, neue Spielsituation. Verstehe ich nicht, wie man sowas pfeifen kann. Und das, ja, dann sind wir halt ein bisschen rausgekommen. Trotzdem waren wir danach wieder dran, haben ein Elfmeter-Tor gemacht. Danach müssen wir nochmal 2 Elfmeter bekommen, finde ich. Und haben nochmal 2, 3 richtig gute Möglichkeiten, um doch noch einen Siegtreffer zu machen, aber hat leider nicht geklappt. Ja, du sprichst deine Situation für uns auch. Ja, äußerst merkwürdig. Hilft aber alles nichts. Jetzt heißt es, ja, weitermachen. Wie war es für dich, beim 1-2 Rückstand anzutreten, beim Elfmeter? Da war ja schon eiskalt. Hat dir da das Balingen-Spiel geholfen, wo du auch eiskalt verwandelt hast? Ja gut, ich hatte ja schon ein paar Mal solche Situationen, wo es knapp ist und wo man eigentlich treffen muss. Und ich denke, immer wo es richtig knapp war, habe ich getroffen. Bis auf letzte Saison habe ich vielleicht 1-2 bisschen schlecht geschossen. Aber ja, nichtsdestotrotz ist scheißegal, wer die Tore macht, ob es Elfmeter ist oder nicht. Wir müssen halt einfach die Dinger vorne machen. Und hinten dürfen wir halt nicht so einfach Chancen zulassen oder halt den Gegner selber ins Spiel bringen.
Heute waren ja aufgrund dieser Freikartenaktion viele Freunde da aus Regensburg. Die Jungs haben richtig gut Stimmung gemacht im B-Block. Das motiviert euch doch, oder? Ja, das ist schon wie jedes Wochenende. Oder jedes zweite Wochenende. Obwohl, jedes Wochenende. Auswärts sind sie auch immer zahlreich da. Das machen die super. Also an den Fans liegt es auf jeden Fall nicht. Wir müssen einfach schauen, dass wir halt wieder unsere Leistung bringen auf den Platz. Und dann denke ich mal, dass wir das Ding wieder in die positive Richtung bringen. Alles klar, so machen wir es. Bis dahin, auf die Blaue, Mio. Auf die Blaue. Auf geht's. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer in der Spielbank Stuttgart Business Lounge, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz im Anschluss an die Partie unserer Stuttgarter Kickers gegen die Gäste vom TSV Elzhofen. Wir bedanken uns zunächst bei 2565 Zuschauern. Unsere heutige Partie endete 2:2. Für Sie heute in der Pressekonferenz die beiden Trainer. Zu meiner Rechten der Gästetrainer Michael Hoskins, zu meiner linken Kickerscheftrainer Ramon Germann. Wie Sie es an der Stelle gewohnt sind, zunächst der Gästetrainer. Lieber Michael, bitte dein Statement zum Spiel. Dankeschön. Also ich bin immer noch geschockt. Ich war gerade noch bei meinem Spieler Jonas Wiest und das war wirklich eine Horrorverletzung. Möchte ihm auch hier auf dem Weg auch schon mal alles Gute und gute Besserung wünschen. Das macht es jetzt natürlich nicht einfacher, über das Spiel dann zu reden. Ich denke, man muss das Spiel in verschiedene Phasen aufgliedern. Ich denke, die ersten 10 Minuten haben uns gehört. Ja, dann haben die Kickers sich auch Chancen erspielt. Und ich muss aber definitiv über die gesamte Zeit meiner Mannschaft ein Kompliment zollen. Es war Wahnsinn, was wir für uns vorgenommen haben. Haben sie umgesetzt, sehr mutig zu spielen, sehr aggressiv zu spielen, auch in der Spieleröffnung sehr mutig zu sein. Und das konnten wir heute hier. Ja, die Rahmenbedingungen mit Platz waren da und auch die dementsprechende Motivation noch mit Zuschauer und Stadion. War definitiv ein schönes Erlebnis. Ja. Dann hinten raus, in der Halbzeit gehen wir mit 1-0 Rückstand. Finde ich da eigentlich unverdient, wenn wir da mit Unentschieden reingehen oder vielleicht sogar mit einer Führung, ist okay. Zweite Hälfte läuft dann genau andersrum. Ja. Die gewinnen wir 2-1 und haben eigentlich am Schluss dann schon auch noch ein bisschen Glück, dass man da vielleicht nochmal den Fuß vorbekommen haben, wo auch Baba wieder einen wegrätscht fast auf der Linie. Ja, aber ich denke, kann man dann auch abhaken mit dem Glück des Tüchtigen und tüchtig waren wir heute. Deswegen Glückwunsch an meine Truppe, das hat Spaß gemacht. Danke Michael für die Einschätzung zum Spiel und auch von Seiten der Stuttgarter Kickers nochmal gute Besserung an Jonas. Dankeschön. Ramon, wie siehst du die Partie, wenn man auf die anderen Ergebnisse schaut und auch, dass wir zunächst 1-2 im Rückstand waren und dann zurückzukommen, siehst du das 2-2 als Punktgewinn oder wie ist deine Einschätzung zum Spiel? Von meiner Seite haben natürlich auch erstmal alles Gute von Joni. Das Spiel ärgert mich. Ich finde, es sind 2 verlorene Punkte, weil ich sehe es so wie der Micha auch, dass wir am Anfang vielleicht etwas Schwierigkeiten hatten, ins Spiel reinzukommen. Das ist natürlich vielleicht auch noch der Schlussphase von Oberachen geschuldet und wir haben es einfach von hinten raus auch nicht gut eröffnet. Also einige Passfehler von der letzten Reihe an angefangen gehabt. Und dann haben wir das Spiel an uns gerissen, machen das 1-0 und müssen einfach das 2-0 machen, wo dann Abseits gegeben wird. Das war das Beste, was wir heute zustande gebracht haben, dieser Angriff zum vermeintlichen 2-0. Und das darf uns da nicht passieren, dass wir im Abseits stehen. Und das ist uns in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr oft passiert. Das ärgert mich natürlich extrem. Des Weiteren ärgert mich natürlich, wie wir dem Gegner einfach das 1-1 zuspielen. Also Elzhofen hatte in der Phase, sagen wir mal, die Spielkontrolle nicht. Wir haben es von hinten raus gut kontrolliert. Wir haben gewartet, bis sie aufrücken und haben es bis dahin eigentlich ganz gut gespielt und dann schenkt mir einfach so ein Tor her. Dann fällt das zweite Gegentor mit einer Situation, wo der Linienrichter die Fahne hebt. Alle denken, es ist abseits und der Schiedsrichter hat uns eines Besseren belehrt. Da lerne ich nach 20 Trainerjahren, lerne ich in der Oberliga jede Woche noch was. In der ersten Halbzeit war es aufgrund des Trefferbildes
sieht Patte die gelbe Karte und jetzt diese Abseits-Situation auch mit Patrick Auracher in der Hauptrolle, wo es dann plötzlich heißt, es ist kein Abseits, weil Patrick den Ball spielt. Das ärgert mich auch. Und dann kann ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass wir zurückkommen, dass wir es 2-2 machen und dann passiert das, was sehr, sehr oft schon passiert ist, dass wir einfach aus vielen guten Chancen zu wenig Kapital schlagen. Also wir hatten durch Moos, wir haben durch Wochatzer, wir hatten etliche Torchancen und da müssen wir einfach das 3-2 machen, wenn wir vorne mitspielen wollen. Und wir machen es halt nicht und deshalb ist es einfach so, dass wir einfach zu wenig aus den letzten 3 Spielen geholt haben und wir sind selber schuld. Also, denn das Ding müssen wir uns anziehen, wir müssen uns das selber ankreiden und wir müssen einfach besser diese Offensivsituation ausspielen, weniger im Abseits stehen und auch besser verteidigen und dem Gegner weniger anbieten. Das sind die Lehren, die wir heute ziehen müssen. Alles andere muss ich im Video noch schauen, ob es jetzt Abseits war oder nicht Abseits und wie auch immer. Aber das Erste, was ich nachher mache, wenn ich heimkomme, ich schaue im Internet das aktuelle Regelheft und schaue mir die aktuelle Abseitsregelung an, weil das irgendwie nervt das, wenn du dann so ein Tor kassierst. Danke. Danke, Ramon. Sorry, Micha, alles Gute noch dir für einen weiteren Saisonverlauf. Ja, wir sehen uns ja nochmal dann nächstes Jahr. Danke, Ramon. Gibt es Fragen? Ja, an den Ramon. Zuerst, egal, jetzt Schiedsrichter, da lernst du noch dazu, der Schiedsrichter hoffentlich auch. Aber letztendlich war es doch so, dass die Ilshofener nach ihren Möglichkeiten ihre vorhandenen Spielideen auf den Platz brachten. Die brachten wir nicht. Kling war angeschlagen, haben wir jetzt gehört. Was hast du für eine Idee für die kommenden Wochen? Wer füllt diese Position als Ideengeber im Mittelfeld aus? Ja, das werden wir sehen. Ich meine, Lukas ist jetzt krank, der ist jetzt heimgegangen, dem ging es schlecht. Ich glaube, das hat man auch in der ersten Halbzeit gesehen, dass er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Dann Obernosterer wird nicht zurückkommen können, also ausgeschlossen in diesem Kalenderjahr, dass er noch spielt. Marvin Weiß braucht auch noch 4-5 Wochen. Wir haben am Ende dann die Sache versucht mit Tobias Weißhammel auf der 6. Der hat es ganz gut gemacht. Das wäre eine Möglichkeit, aber wie gesagt, wir müssen erstmal dieses Spiel aufarbeiten und dann müssen wir schauen, wer dann fürs nächste Spiel zur Verfügung steht. Und das kann ich jetzt, diese Frage kann ich jetzt so kurz nach dem Spiel nicht ad hoc beantworten. Es scheint keine weiteren Fragen mehr zu geben. Unsere nächste Partie findet am Samstag, den 19. Oktober um 18.30 Uhr beim FV 08 Villingen statt. Zu Hause treten wir das nächste Mal an am 26. Oktober, Anschluss 14 Uhr, gegen Riedersingen-Aalen. An der Stelle nochmals danke an den Jan, eine gute Nachhausereise. Gleiches gilt natürlich auch für die Gäste. Uns Blauen ein gutes Wochenende, wie immer gilt, auf die Blaue. Danke.